einen wunderschönen 10. Oktober und willkommen bei uns im Adler-Studio. Und wie gewohnt mit Superstudio-Gästen. Und heute, den Studiogast haben wir schon lange gewünscht und heute hat es einmal geklappt, dass er Zeit hat. Denn er ist nämlich viel beschäftigt. Denn er wird von Experten als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torwarttrainer Österreichs bezeichnet. Er war verantwortlich auch für die Torhüter im Nationalteam und er ist definitiv, und das weiß ich aus sicherer Quelle, ein großer Golfer. Ich sage dir willkommen bei uns, Markus Kerschbaumer. Servus. Guten Abend, hallo Joshi. Du, Markus, die erste Frage als Tormann-Trainer. Gibt es irgendeinen Tormann auf dieser Welt, das ist übrigens eine Kinderfrage, den du gerne trainieren würdest, wo du sagst, weltweit, einen Tormann? So, jetzt glaube ich, hören wir dich besser. Also ich würde sagen, es wäre der Henrik Lundqvist von den New York Rangers. Was macht er so besonders? Warum genau er? Ja, weil er allgemein ein guter Athlet ist. Er hat bewiesen, dass er jahrelang in der NHL konstant und gut spielen kann und in Drucksituationen stellt er seinen Mann. Ich weiß, du machst viel Videoanalyse. Nimmst du ihn oft mal als Beispiel her und sagst, schau mal, wie der da reagiert hat, wie der das besonders gut macht. Kann man da Sachen kopieren oder ist es fast unmöglich? Wohl, absolut. Also Videoanalyse gehört eigentlich zu meinem täglichen Brot. Erstens von unseren Torhütern und ich schaue sehr, sehr viel NHL. Und da wird natürlich sehr viel ausgeschnitten, dass unsere jungen Torhüter auslernen können. Du, ein bisschen als Pionier, wie wirst du gern bezeichnet. Du hast immer schon noch viele, alle Hilfsmittel zur Verfügung genommen. Was macht ihr genau zum Beispiel? Video ist immer ganz klar, oder? Ja, Video gibt es jeden Tag oder täglich vom Training. Es gibt Video nach jedem Spiel und es gibt da Lehrvideos auch von NHL. Okay. Sind Sie beide sehr lernwillig, der Jean-Philippe und der Thomas? Beide sind sehr lernwillig, aber auch der Lukas Herzog ist sehr lernwillig. Der gehört ja auch zu dem Team dazu. Ja, genau. Ist natürlich den Dritten auch mit dabei. Da freuen wir uns natürlich, dass er mit dabei ist. Ein großes Thema können wir uns aber vorstellen, wenn man im Tor steht und da kommt jetzt ein Stürmer auf mich zu und ich weiß, der hat einen extrem harten Schuss. Gibt es im Moment als Torhüter, wo man Angst hat? Na, Angst nicht direkt, aber man hat natürlich großen Respekt. Man weiß, der hat einen guten Schuss. Man muss natürlich besser vorbereitet sein und die Vorbereitung ist ein großer Job vom Tormann. Okay, das heißt, ein bisschen Angst darf mitschwingen? Na, Angst würde ich nicht sagen. Es ist einfach Vorbereitung und großer Respekt. Angst sollte man eher nicht haben. Okay, also gut. Du, alle sind unterwegs, Social Media, Facebook, Instagram und Co. Wo trifft man dich? Mich trifft man auf Facebook und auf Twitter. Machst du viel? Bist du viel auf Twitter wie die NHL Stars? Nicht wirklich, ich bin eher Zuseher, Zuleser. Okay, also selber nicht so aktiv. Nein, nicht wirklich. Nein. Und mitschauen. Du, dann eine Frage, Golf und Geld. Könntest du mit Golf, ich weiß, du spielst sehr, sehr gut Golf, auch Geld verdienen? Wäre das möglich bei dir? Ich könnte mir vielleicht mal einen Lutscher kaufen mit dem Geld, was ich verdiene. Nein, das ist der Treibstoff, aber du bist schon relativ viel am Golfplatz, sieht man auch. Ja? Ist das dein Sport? Ja, das macht einfach Spaß. Im Sommer ist es ein guter Ausgleich. Im Winter muss ich immer auf andere Leute schauen, auf meine ganzen Torhüter. Und das ist ein super Ausgleich im Sommer, weil ich mich über mich selber ärgern kann. Ist es gut, gell? Ja, das ist sehr gut. Für den Kopf ein gutes Training. Hast du gute Partner immer, oder? Mit Michi Raffel? Ja, Michi Raffel, Michi Grabner, aber auch große Duelle mit meinen Torhütern, mit meinen Nachwuchstorhütern. Das macht immer großen Spaß und die haben natürlich eine große Gaudi, wenn sie mich mal schlagen. Sollte man als Trainer immer der Beste sein, oder? Wenn man es vorzeigt. Natürlich sollte man der Beste sein, aber es funktioniert nicht immer. Ist nicht immer so leicht wahrscheinlich. Du, ich weiß, du hast schon wieder Stress. Markus, eine Frage. Gibt es auf deinem persönlichen Markus Kerschbaumer Wunschzettel irgendwas noch? Muss nicht mit Sport zu tun, aber du sagst, das muss ich unbedingt noch einmal machen. Das würde ich gerne nochmal machen. Oder bist du wunschlos? Vom Eishockey her muss ich sagen, ich möchte mit dem VSV nochmal Meister werden. Auf alle Fälle. Das wird wieder mal Zeit. Und privat oder vielleicht golferisch möchte ich vielleicht einmal in St. Andrews spielen, in der Wiege des Golfsports. Okay, einmal die Zeit haben und das zu machen. Das wäre cool, ja. Okay, perfekt. Du, dann sage ich vielen, vielen Dank. Dankeschön für deinen Besuch. Ja, heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, hoffentlich, oder? Ja, hoffen wir sind bereit und wir fahren 2 Punkte ein. Danke für die Einladung. Also, Dankeschön und danke. Ja, viel Glück für heute natürlich auch unser Gast von heute und gleich geht's weiter mit dem Spiel heute ECV SV gegen Olympia Leibach.